Hallo liebe Leute, hier ist wieder Romy mit einem weiteren Vorschlagsvideo für die S-Bahnen in der Ostregion, für den neuen Vorschlag, der dann auch auf meiner Webseite ist. Und jetzt sind wir bei Variante 1, Linien S7, S7a, zu Variante 2, wo sie dann S6, S6a heißen, komme ich dann später. Jetzt einmal zu der mir vorgezogenen Variante. Da fahren S7 und S7a ab Leopoldau, also auch sich hier dann halt nur mit S1, S2, S4, 4a treffend, aber nicht irgendwie durchgebunden, über Wolkersdorf und Mistelbach bis nach Enzersdorf bei Staatz. Und dort werden sie dann geteilt und eine fährt nach Laa an der Thaya, aber dann auch neu wieder verlängert rauf nach Tschechien. Und die andere fährt dann über die Linie von Enzersdorf bei Staatz über Poisdorf und Großgrut und Altlichtenwart und Dobermannsdorf nach Zistersdorf. Diese Linie muss dann halt auch größtenteils wieder neu aufgebaut werden. Aber das ist halt so, wenn man vor 50 bis 20 Jahren große Fehler gemacht hat, dann muss man diese halt beheben. Ja, dann kommen wir zum Verlauf. Also S7, S7a fahren zusammen als eine Doppeltraktion alle 30 Minuten von Leopoldau zur Haltestelle Gerersdorf, die ich dann Wien-Gerersdorf nennen würde, weil sie befindet sich ziemlich exakt an der Grenze. Die Ausgänge der Haltestelle befinden sich zu 100% in Wien. Also sollte man zumindest erwähnen, dass das nicht nur Gerersdorf ist, sondern auch ein Teil von Wien, vom 22. Bezirk von Sissenbrunn nämlich. Dann sollte eine neue Haltestelle Gerersdorf Fabrikgasse bei diesem nördlichen Gewerbe- und Industriegebiet errichtet werden. Dann die bereits existenten Haltestellen Kapellerfeld, Steyring, Oberstdorf, Niederösterreich, Bahnsteige 1 und 2, Wolkersdorf im Weinviertel, Ulrichskirchen, Schleinbach. Dann unter Olberndorf ist, glaube ich, eine von mir neue angelegte Haltestelle, die es geben sollte, um das gleichnamige Dorf gut an die Bahn anzubinden, weil derzeit fährt die da einfach vorbei und das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, vor allem weil es zwischen Schleinbach und unter Olberndorf jetzt keine so guten Straßenverbindungen gibt. Da halt muss man über diese Bahnhofstraße hier und dann so rein. Also da ist es besser, wenn es hier auch eine Haltestelle gibt. Dann Hautzendorf, Niederösterreich. Diese Haltestelle gibt es schon, aber halt derzeit nur eingleisig, wie ich schon bei den vorigen Vorschlägen gesagt hätte. Alle meine Vorschläge sind zweigleisig. Dann zur bereits existenten Haltestelle Niederkreuzstetten, Neubau Kreuzstetten, Ladendorf, Paasdorf. Dann eine neu zu errichtende Haltestelle Mistelbach an der Zeia Lokalbahn Südwest. Dann die Haltestelle Mistelbach an der Zeia, also den halt quasi Hauptbahnhof hier in Mistelbach. Dann Haltestelle Mistelbach an der Zeia Stadtpark. Diese Haltestelle gibt es derzeit eingleisig, heißt Mistelbach Stadt. Dann die bereits existente Haltestelle Siebenhirten bei Mistelbach. Die heißt derzeit Siebenhirten Niederösterreich, aber da das Dorf Siebenhirten bei Mistelbach heißt, kann man es auch einfach Siebenhirten bei Mistelbach nennen. Dann spart man sich dieses Klammer Niederösterreich. Dann die bereits existente Haltestelle Hörersdorf und Frettingsdorf. Dann eine neue Haltestelle bei Waltersdorf bei Staatz. Und dann die Haltestelle bzw. Bahnhof Enzersdorf bei Staatz. Dort werden diese beiden Linien dann geteilt. Und die S7 fährt dann weiter über die bereits existenten Haltestellen Staatz und Kotting-Neusiedl und nach Laa an der Thaya. Aber dann wieder verlängert, da wo früher schon die Bahn weiterging und dann irgendwann auf dem österreichischen Teil abgebaut wurde, sollte sie dann wieder verlängert werden, rein in den tschechischen Teil nach Höflein und dann enden in Grußbach-Schönau, beziehungsweise Grußbach ob Jeispitz-Schönau.
Und ja, nein, die tschechischen Namen versuche ich erst einmal gar nicht. Und die S7A fährt nach Enzersdorf bei Staats dann hier nach Ameis. Also diese gesamte Strecke ist neu aufzubauen und mit Haltestellen auszurüsten. Also Ameis, dann Klein-Hadersdorf, dann Poisdorf, Ketzelsdorf, Walterskirchen, dann eine optionale Haltestelle Großgrut Autobahnknoten, wenn man bei dem Autobahnknoten gegebenenfalls ein Park and Ride errichten möchte bei der Haltestelle, dann könnte man diese bauen. Dann Großgrut-Peubach-Siedlung, Harrersdorf-Althöflein, Alt-Lichtenwart, Hausbrunn, dann zu dem Knotenpunkt bei Dobermannsdorf, wo sich das dann auch mit einer weiteren Linie trifft. Dann Palterndorf, Gösting und dann Zistersdorf Ost, wo es sich mit der S6B trifft, beziehungsweise bei Variante 2 S5B. Ja, das ist die Variante 1. Da halt fahren diese beiden Linien zusammen, gehängt als Doppeltraktion zwischen Leopoldau und Enzersdorf bei Staats. Und dann werden sie getrennt und fahren getrennt entweder nach Grußbach oder nach Zistersdorf. Und dann kommen wir zur Variante 2, wo das die Linien S6 und S6A sind. Da ist es dann halt so, dass die Linie S6A gleich bleibt, wie sie derzeit ist, aber die S6 wird eben zwischen Liesing und Gerersdorf Industriegebiet Süd mit der S5 zusammengehängt, fährt dann da eben so wie bei Variante 1 die S2 und bei Variante 2, wie ich schon bei der S5 gesagt habe. Bei Gerersdorf Industriegebiet Süd wird sie dann von der S5 getrennt, fährt dann rauf nach Gerersdorf, also nach Wien-Gerersdorf, wo sie dann mit der S6A, die von Leopoldau kommt, zusammengehängt wird und dann bis nach Enzersdorf bei Staats als Doppeltraktion fährt und dann werden die Linien dort wiederum getrennt und fahren nach Grußbach bzw. Zistersdorf. Ja, in Leopoldau, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, ist es für die Linien bei Variante 1 S6, S6A, S6B und S7, S7A theoretisch machbar, wenn man all diese zusätzlichen Wendegleise, die ich bei der S1 erwähnt habe, baut, dann wäre es gegebenenfalls möglich, dass alle Züge am Doppelbahnsteig 1 und 2 halten. Falls das aber den ÖBB ein bisschen zu eng oder zu knapp ist, könnte in Leopoldau auch zwei zusätzliche Bahnsteige 3 und 4 oder 4 und 5 dann, weil ich brauche hier einen dritten Bahnsteig, also zwei weitere Bahnsteige, die ein Doppelbahnsteig sind, zusätzlich benötigt sein. Ich würde sagen, wenn man alle Wendegleise hier baut, geht es sich aus. Aber wenn nicht, dann braucht man halt einen zusätzlichen Bahnsteig. Also man hat die Wahl zwischen genügend Wendegleisen oder zusätzlichen Mittelbahnsteig. Nur so viel dazu. Und halt dieser zusätzliche Mittelbahnsteig würde dann halt auch das Umsteigen doch ein bisschen verkomplizieren. Somit wäre es besser, wenn es sich mit den Wendegleisen allein auf diesem verlängerten Doppelbahnsteig 1, 2 ausgehen würde. Ja, das ist das. So viel dazu. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.